Wir machen hier auch eine komplette mal kleine Pipi-Pause ganz kurz. So ungefähr für 4 Minuten ist Pause. Es geht 17 Uhr weiter. Wir sehen uns gleich in aller Frische wieder. So, dann geht's mal weiter mit den letzten 2 Stunden. Ich habe mir für die letzten 2 Stunden wenigstens ein schnelleres Spiel ausgesucht, wo die Runden wirklich fast eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehen. Und das dann auch, ja, das dann auch vorangeht und
So, dann let's go. Dann machen wir mal auf Schutzwort meine kleine Runde. Hui. War klar, dass er wohl ihn drin hat. War ein Staller, cool. Easy. Boah, die sind schon ein bisschen schlau irgendwie.
So.
6000er Killer nur. Wow. Oh, der Arme. Aber geiles Rangsystem. 11, 10, 11, 12, 8. Ich liebe dieses Rangsystem von DBD. So, ich bin mal sicher.
Digga, ist ein Toten und unten bewacht. Ja, ich habe das Spiel jetzt gewechselt. Nach 2 Stunden, habe ich gesagt. Wenn du Lust hast, kannst du mitmachen ein bisschen. Für die paar Minuten noch dann. Nur wenn du Lust hast. Okay, kein Ding. Wenn du Bock hast, können wir ja morgen wieder Ark weiterspielen. Und sagen wir, mir hat Spaß gemacht. Wenn du morgen Bock hast, wieder mitzumachen, dann ist cool. Ich weiß ja nicht, wann du ungefähr morgen dann zu Hause bist. Ach so, okay. Ah. Okay, geht klar. Weiß Bescheid. Wenn du Bock hast, morgen dann 20 Uhr vielleicht. Machen wir morgen den 20 Uhr Stream aus Ark raus. Nur wenn du Bock hast. Das war cool. Ja, ich würde hier dann sagen, muss auf Deutsch auch nicht jeden Tag Ark machen mit, weil sonst lootet sich dann Ark auch aus, sehr schnell, am meisten Privatserver. Und deswegen würde ich es dann ein bisschen so zwischendurch mal ein bisschen machen, dass wir beide dann so uns dann nach und nach mal vergrößern und verbessern. Thank you.
Penner, Alter. Ach ja. Naja, mal sehen. Eine Runde versagt jetzt wieder. Wow, was ist das? Hä? Das Rangsystem ist so geil, Alter.
Und Losten, was machst du denn noch so Schönes? Und wie teuer kostet so ein ARK-Server? Denk mal, pro Slot kostet ist es wieder. Und 15 Euro, das wie viele Slots sind das dann? Also wie viel gibt man auf den Server dann drauf? Auf so einem 15-Euro-Server. Ja, 10 Leute ist mal sagen ein bisschen viel, finde ich so. Gibt es keinen Server, wo man zwei, drei Leute, also fünf Leute, also vier Leute drauf lassen können? Oder fünf Leute, weil 10 Leute ist ein bisschen dann übertrieben. Oder maximal so zwei, ja, fünf Leute. Und das dann bei nicht. Okay, das war cool. War echt, ich weiß eigentlich größtenteils auch so, welche Server kannst du auch mit einer Xbox noch machen, also mit einer zweiten Konsole. Dass die eine Konsole der Host ist dann und dann musst du einen zweiten Xbox-Namen haben, also der den Server hostet und du dann zum Beispiel, du hostest jetzt den Server. Und dass du mit dem zweiten Profil, dass der deinen Hauptaccount als Hauptadmin reinmacht und das dann laufen tut immer.
Aber dafür mal zwei Konsolen öffnen. Ist ein bisschen, ja. Irgendwie spielt die gar nicht so richtig gerade mit, hä? Gut, mein Spuk ist wieder aktiv. Ja, 30 Tage. Bei 30 Tage ist ein bisschen zu wenig, finde ich auch mit. Weil es sind genau die komischerweise die gleichen Preise mit 14 Euro für den DLC-Server. Weil ich ein bisschen Schwachsinn finde. Thank you.
Wie teuer ist denn eigentlich ein Server für 2 Monate? Das waren dann eigentlich dann 30 Euro, ne? Für 2 Monate wären es dann 30 Euro eigentlich, ne? Warte mal. Ne, das sind 8. Ne, passt da gar nicht hin. Ne, warte mal, hä? 14 Euro für eins. Könnte niemals 28 Euro sein. Mein 3. Nee, irgendwie bin ich gerade blöd zum Rechnen. Warte mal. Das wären 168 Euro für ein Jahr. Das ist ein bisschen dann übertrieben, 168 Euro. Ah, ist Schwachsinn, dass es 10 Slots gibt. Das müssen sie wirklich nochmal überarbeiten. Oder was sagst du zu dem Preis von 14 Euro für 10 Slots für einen Monat? Da ist ja ein Slot ja eigentlich dann 80 Cent. Das ist ja genau, wo sich dann wie bei der Siese 80, 89 Cent. Aber du hast wirklich für die Xbox nachgeguckt, ne? Ah, die Portal-Server sind auch teuer. Okay. Aber ich hoffe, es hat sich trotzdem so. Hoffentlich fand es trotzdem gut, dass du trotzdem das nur ein paar Meter bei mir dranhangst. Fand es trotzdem noch gut mit. Es ging mal bei der Einstellung eigentlich mal, du konntest unendlich einstellen. Aber das Problem ist, es ist so verbuggt mit der unendlich Einstellung, dass du komplett woanders spawnst und du kannst nichts abfarmen. Das ist so das große Problem. Du kannst nur abfarmen, wenn du in der Nähe von den Horst bist. Das war so blöd gemacht.
Es wäre cool gewesen, wenn das richtig funktioniert hätte. Da wäre es auch richtig nice geworden, dass dann kurz und bündig so nah wie möglich hier auch hier überall bauen könntest. Aber leider haben sie es nicht so reingemacht. Ist schade. Dankeschön, Flo, und Hallöchen. Na, alles klar bei dir? Lange nicht gesehen, aber trotzdem wiedererkannt, ja? Ja, das ist halt gestern so. Ja, mir geht's super, bloß gerade ein bisschen down schon im Kopf, wegen fast 6 Stunden wieder. Nur am Babbeln, aber sonst geht's mir perfekt. Na, Bodysmo, bist du jetzt ein Schlumpf? Nein, der ist kein Schlumpf. Der hat bloß die Farbe blau gerade heute. Das weiß ich nicht, das musst du ihn fragen. Ich weiß nicht, ob der auf dem Weihnachtsmarkt war und getrunken hat, der Typ. Und wenn ja, ist es sehr creepy, dass mein Bot hier einfach hier feiert, ja, im Weihnachtsmarkt geht und trinken geht. Und dann frage ich mich aber, wann. Ach, Lorsten, du hast noch heute noch gar nicht Käsekuchen eingegeben. Hab ich mich schon gewundert. Ich habe extra für dich ein Kommando gemacht und du gibst es nie ein heute. Au. Oh, ich liebe dieses Kommando.
Und Buddies morgen nicht saufen gehen, wenn der Chef arbeitet. Eine gute Antwort, mein Gutster. Und Flo, wie war dein Wochenende so? Was hast du denn Schönes gemacht? Erzähl mal. Man sollte lieber spielen und nicht trinken dabei. Ja! Oh, dann alles Gute nachträgliche. Jo, kein Ding. Jetzt bist du ja groß geworden, hä? Das gehörst ja fast zu den großen bald, hä? Mein Gutster.
Also noch mehr Checks, Dinger. Dann ist der Channel hier schneller fertig. Ja, ich weiß. Also bau keine Scheiße, großer. Warte, Schüssel. Ja, okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke. Schön, dass du da warst, mal wieder, mein guter. Wünsche dir auch einen schönen Wochenstart noch.
Haha, ich hab's geschafft. Oh, jetzt ist das aber und geht raus schon. So. So, schon mal gelegene Zeit auf 1, auf 2, auf 1, auf 1, auf 1, okay. So, der ist 20, dann muss der noch gelevelt werden, dann ist der Hof 20. Und er hier noch. Das sind erstmal alle Survivor von mir auf Level 20 und dann, ja. So. Oh, meine Arzt, ich mag die überhaupt
Genauso wie die gestörten Abteilung hier, wo, oder wie das heißt, dieses komische Dings da hier. Die von den Geist, die Map hier. Nee, das ist die Map von der Krankenschwester, die eine. Die Clouds und von Krankenschwester, die Map, die mag ich überhaupt gar nicht. Schon wieder ein Geist. Heute ist so Ghost-Tag, ja? Boah. Das war ein kleiner Mikroruckler. Geht wie nicht hinaus. Boah, ich bin fast mit Reparatur auf Max, Alter.
Warum rennt denn eigentlich mit Kleinen hinterher? Okay, tschüss. Für die Dummheit. Mori. Komm. Komm. Schon wieder der? Hä, das war doch der gleiche Killer gerade wieder. Oh, tschüss, Alter. Was ist das für ein Schwachsinn, dass zweimal den gleichen bekommt? Naja, zum Glück habt ihr es gerade nicht verstanden, was ich noch nachträglich gesagt habe, weil ich das Mikro stumm gemacht habe dafür. Was hast du eigentlich mit Perks, David? Oh, hallo, ich will seinen Perks wissen. Doch nichts Besonderes, Alter. Oh Gott. Scheiße. Also ein Hauptperk ist mega scheiße von David King. Dass er verletzt ist und das ist Schwachsinn, Alter, wenn man verletzt auf die Map kommt. Ich rüste den schon mal aus für mal, wenn ich schon spiele. So. Ich schon mal die Quest erstmal weiter hier. So. Dim, 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 dim.
Oh, schon wieder Mori. Was? Was bringt den Killern das Mori? Einmal am Haken hängen, töten. Zweimal am Haken hängen. Das bringt mehr Punkte. So, let's go. Weiter geht's. Ich glaube, bis sowas schon wieder der gleiche Killer ab. Nee, diesmal ist eine Besessenheit. Ich weiß gar nicht, war von uns auch eine Besessenheit dabei in der vorherigen Runde. Weiß ich gar nicht. Ah, nee, Freddy. Musst du jetzt online kommen, Alter? Ich tue es mal aktivieren, dass nur Favoriten jetzt hier angezeigt wird. Wie sie so stöhnen. Thank you.
La 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 la. Oh, kann er endlich mal gehen da? Was war das jetzt? Tschüss. Hey!
konnte gar nicht mehr zurücklaufen. Die ist tot. Ah, okay, da hat Split drin. Da war vorher ein anderer Killer gewesen. Finde ich Schwachsinn, Alter. Das ist, meine, das Blitz, die Dinger hier, die sind einfach nur dumm. Wenn du die Killer sowieso schon hast, wie, was soll ich denn noch die Punkte ausgeben? Wow, ich könnte nicht mal ein komplettes Blutnetz machen mit denen. Wow. Ein einziger Außenseiter. Los Mädels, synchron arbeiten. Okay, die zwei sind synchron. So, rauchen wir mal so ein bisschen rum wieder. Ein bisschen meine Fackel hier.
Oh, der hat mir ein Insta reingehauen. Alter, was? Ich hab gedrückt, Game. Das ist das echte Fenster. Mal ein bisschen die kurz mal zwischendurch mal leveln.
Oh, schon wieder auf der Map. Okay, da denkst du so, WTF? Was ist das jetzt, Alter? Erst braun, jetzt gold. Nee, gelb und dann vielleicht noch grün und dann rot. Oh ja, das haben wir schon.
Ja! Doch hör auf zu campen, meine Güte. Naja, ich mache jetzt mal hier Feierabend. Wir haben jetzt komplette 6 Stunden jetzt hinter uns. Und ja, ich hoffe, es hat trotzdem euch gefallen, die kompletten 6 Stunden Stream. Ja, leider haben wir nicht viel erreicht oder fast gar nichts erreicht. Ich hätte mich gefreut, ein bisschen war mit so helfen dabei, aber ich kann die Leute jetzt nicht leider dazu zwingen und so. Ja, dann wünsche ich trotzdem euch noch einen schönen Abend. Schönen Sonntagabend noch und einen guten Start in die Woche. Wir hören uns dann morgen wieder in aller Frische, also den Montag. Und dann ciao, ciao, ihr Lieben.